Design nutzt ja auch Methoden, genauso wie das Management. Und Methoden, die das Design sehr viel nutzen, eben halt kreative Techniken. Eben damit man sich vorstellen kann, wie etwas besser wird, nutzt man Methoden aus der Kunst, aus der Kreativität, sich diese auch vorzustellen und zu artikulieren. Und damit gerät man oft, oder das Design gerät oft in die Lage, unkonkret und sehr vage zu werden. Und Management wird, glaube ich, dem Design helfen, etwas spezifischer zu werden und auch etwas mehr darauf zu achten, Ziele wirklich zu erreichen. Designmanagement, wie ich schon sagte, kann dem Management eine Komponente geben, über die Effizienz auch in die Effektivität zu gucken. Etwas, was wirklich Sinn macht, nämlich etwas zu tun für Menschen. Und man merkt, dass da heute eine große Nachfrage besteht. Banken, Telekommunikationsgesellschaften, Dienstleister öffnen sich dem Thema Service Design, Experience Design, Human Centered Design und brauchen also auch Spezialisten, die ins Unternehmen kommen, die dann in der Lage sind, die Designressourcen einzubinden. Das werden Designer allein nicht schaffen, dafür braucht es auch Kompetenz im Management und daher glaube ich, dass es eine große Zeit gibt für Design Manager. Man wird auch merken, dass Gestalter sind selten in Isolation unterwegs. Sie werden immer mit irgendwelchen anderen Gestaltern konfrontiert werden und da braucht es auch Management, Abstimmung, Planung, Organisation. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass Designmanager die Arbeitsweisen der Gestalter kennen, wissen, wie gestalterische Abläufe funktionieren, wirklich, also mal to the core sozusagen. Und das können Sie hier in dieser Hochschule erfahren.